Du suchst eine gute Massagepistole für unter 100 Euro? In diesem Video erfährst du, welche die beste ist. Also bleib unbedingt dran! Eine Massagepistole ist das ideale Gerät, um den Körper nach einem harten Training oder nach einem langen Tag am Schreibtisch zu entspannen. Sie hilft dabei, die Muskeln zu lockern und bestehende Schmerzen zu lindern. Wenn man sich für eine Massagepistole entscheidet, ist es wichtig, ein leichtes Modell zu wählen, welches man auch länger halten kann, ohne zusätzliche Schulterschmerzen zu provozieren. Die gewählte Massagepistole sollte zudem möglichst viel Zubehör in Form von unterschiedlichen Massageköpfen und mehrere Intensitätsstufen besitzen. Mitunter ist das Wichtigste die Akkulaufzeit sowie die abgegebenen Massageschläge in der Minute. In unserem Vergleich haben wir dies alles berücksichtigt und die besten Massagepistolen unter 100 Euro herausgesucht. Fangen wir an mit der ersten empfehlenswerten Massagepistole unter 100 Euro. Der Hero One von Arbox. Die Arbox Massagepistole kommt in einem praktischen Reisekoffer, in dem alles sicher an einem Ort verstaut ist. Diese Massagepistole besticht durch ihre exzellente Verarbeitung und Haptik. Das digitale Display mit Touchknöpfen zeigt jeweils die aktuelle Intensitätsstufe an. Die maximale Geschwindigkeit wird bei 3200 Schlägen die Minute erreicht. Dadurch kann eine Muskelgruppe in 30 Sekunden aufgewärmt und Schmerzen in 2 Minuten durch die Druckmassage gelindert werden. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor mit hohem Drehmoment und einem Doppellagerdesign sowie einem eingebauten Stummschalterchip macht die Arbox Hero One Massagepistole einen sehr guten Eindruck und diesen fast geräuschlos. Die Lautstärke wurde auf flüsterleise 35 bis 42 Dezibel gemessen. Im Lieferumfang gehören außerdem 6 unterschiedliche Massageköpfe, welche für jede Körperpartie speziell entwickelt wurde. Einmal aufgeladen hält diese Massagepistole bei täglicher 15-minütiger Nutzung länger als einen Monat, ohne erneut an den Strom zu müssen, durch. Dies ist ein Rekordwert. Im Netz finden sich zudem viele zufriedene Kunden, welche diese Massagepistole weiterempfehlen würden. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als zweite Kaufempfehlung für eine Massagepistole unter 100 Euro lohnt es sich, die Rofi Massagepistole anzuschauen. Dieses Gerät setzt großen Wert auf Handlichkeit und Minimalismus. Es kommt mit den wichtigsten 4 Massageköpfen und einem Ladekabel in einem entsprechenden Reisekoffer. Dieser ist mit einem Reißverschluss verschließbar und so kann man diesen auch bequem auf Reisen mitführen. Mit nur einem Knopfdruck am Handstück kann die wohltuende Druckmassage auch schon losgehen. 3 voneinander klar unterscheidbare Geschwindigkeitsstufen kneten auch die hartnäckigste Verspannung schnell weg. Der Akku ist mit 1600 mAh im Vergleich zu der Arbox deutlich kleiner, jedoch für die meisten Anwendungsfälle absolut ausreichend. Eine Akkuladung hält ca. 180 Minuten durch. Raffiniert ist auch der Stromsparmodus, denn die intelligente Abschaltfunktion schaltet die Rofi automatisch nach 10 Minuten im Dauerbetrieb ab. Mit der 4-stufigen Ladeanzeige des Akkus erkennt man sofort, ob und wie lange man massieren kann. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als Kompromiss zwischen der wuchtigen Arbox und der minimalistischen Rofi Massagepistole ist die Nipo Massagepistole für unter 100 Euro die wohl sicherste Wahl. Die Nipo überrascht mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Der deutlich höherpreisigen Konkurrenz aus dem Premium-Segment steht sie, wenn überhaupt, nur minimal nach. Die Arbox bietet 6 Massageaufsätze, die Rofi 4. Somit füllt Nipo die Lücke und bietet im Lieferumfang 5 unterschiedliche Massageaufsätze. Der bürstenlose Motor mit hohem Drehmoment ist während der Massage mit weniger als 43 Dezibel unglaublich leise. Was der Nipo fehlt, ist eine automatische Abschaltfunktion. Wer sich jedoch nicht von seiner Massagepistole vorschreiben lassen möchte, wie lange er sich massieren lassen darf, der kann ruhig zur Nipo Massagepistole greifen und wird garantiert glücklich sein. Eine absolute Kaufempfehlung. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt.
Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet. Und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.